So denn, lieber Mr. Telekommander, da gibt es denn irgendwas, was du dir wünschst? Einen Modus oder einen DLC? Heute ist quasi Ich Weihnachten für dich. überlasse das dir, solange es nicht irgendein Heldenmodus ist. Ach Und wenn so. wir das Fliegen umgehen können, wäre ich auch nicht böse. Ah, fliegen nicht, Helden nicht. Okay. Aber wenn wir Todesstern oder Rogue One spielen wollen, dann nehme ich das Fliegen in Kauf. Okay. Also, wenn du keine spezielle Wahl hast, muss ich ehrlich gesagt, ich hätte fast ja irgendwie Bock auf die Standardkarten, Ja, hau rein. Also, die habe ich schon ewig nicht mehr gespielt. ne? Komm, dann machen wir doch mal irgendwas Cooles. Was gibt's denn hier sowas? Ey, wie wär's denn mal mit Wendepunkt? Den Modus habe ich, glaube ich, seit einem Jahr nicht mehr gespielt. Ja, hau rein. Auf Spiele geht's. ich eigentlich ziemlich gerne. Ach, Wendepunkt. Nee, ich habe das verwechselt. Wendepunkt habe ich verwechselt. Egal, ich starte jetzt trotzdem Wendepunkt, aber. Nee, es gibt ja noch diesen 41-Spieler-Modus. Wie heißt denn der? Nicht Kampfläuferangriff, sondern. Vorherrschaft. Ah, das meinte ich, Vorher, genau. Vorherrschaft. Ja, vielleicht beim nächsten Mal. Ja. So. Oh, gleich eine volle Lobby gefunden. Ein Träumchen. Dämmerung of Hoth. Und ich bin hier mal Hast du gesch. jetzt mittlerweile Rogue One gesehen? Nein. Wir haben jetzt im Freundeskreis mehrmals versucht, irgendwie einen Männerabend hinzubekommen, indem wir Rogue One gucken, und wir kriegen es nicht gebacken, sodass wir uns mittlerweile darauf geeinigt haben. Wir gucken das Ding einfach auf Blu-ray. Also, bald müsste der Auch nicht Film ja schlecht. eigentlich rauskommen, ja, beim Ja. Elektronikhändler unseres Vertrauens, und ja. Also holen werde ich mir auch auf jeden Fall, aber so einen Film muss man eigentlich auch im Kino gesehen haben, allein wegen den Effekten und sowas. Ja, stimmt schon, stimmt schon. Aber wir kriegen es einfach nicht gebacken. Das ist, wenn man langsam älter wird, dann irgendwie so. Dann wird das Ausgehen immer selber. Dafür kriegt man es nicht mal, dann kriegt man es nicht mal hin, seinen Arsch für Star Wars hochzubewegen. Ja? Obwohl es eigentlich nicht an der Motivation liegt, sondern tatsächlich mehr an der Zeit. Das ist ja, man macht ja, also man hat ja so viele wichtige Dinge zu tun. Ne? So. Ja, Wohnung putzen, Hof kehren, die imaginären Kinder zum Kindergarten bringen. Es gibt ja immer was zu tun, ne? so ist das, so ist das. So, was habe ich denn für Wenn man da eine. mal Zeit hat, dann legt man sich lieber aufs Sofa. Ja, genau. Genauso war das heute zum Beispiel auch. Ich hatte heute einen Mario Kart Stream geplant und habe dann irgendwie bis 5:30 gearbeitet und war dann so alle, dass ich echt gesagt habe, jetzt schnappst du dir eine Scheibe Brot, hockst dich auf die Couch und guckst Game of Thrones. So. Glaube ich dir sofort. Und jetzt Glaube habe ich ich dir wieder Energie. sofort. So, und an der Stelle begrüße ich, wen begrüße ich denn? Neben Logan Adem8 im Twitch-Chat. Willkommen, ihr zwei. So, auf geht's. Wendepunkt. Wendepunkt auf Seiten des Imperiums. Ah, ups. Ich bin schon das erste Mal tot, aber das nicht, weil ich irgendwas Heldenhaftes gemacht habe, sondern weil ich in diese Sperrzone geflogen bin und dann nicht mehr rausgekommen Ach bin. ja, siehst du mal, ich hab meinen ersten Kill und lebe immer noch. Das ist toll, oder? Ah, au, ah, ah! Ja, bis jetzt. Ja, der hat uns beide erwischt. Schade eigentlich. Marko Miljubic. Und lieber Lina, hallo im Twitch-Chat. Schön, dass du dabei bist. So, ach, ich bin nett heute. Merkst du es, wie nett ich heute bin? Ich bin heute, oder? Ich habe halt, ja. So ein, zwei Folgen Game of Thrones gucken und plötzlich wird ein netter Mensch aus mir. Das ist, ob das, Welche Staffel guckst du? ja, allererste Staffel. Gerade neu angefangen oder einfach mal wieder gucken? Nee, gerade neu angefangen. Ich habe irgendwie verzweifelt gewartet, dass Game of Thrones mal irgendwie kostenlos auf Amazon Prime kommt. Hab aber jetzt echt lange gewartet und es kommt einfach nicht, bis mir meine Mutter jetzt mal zum Geburtstag letztes Jahr die erste Staffel geschenkt hat. Sie hat sie mir aber mehr oder weniger nur aus Verzweiflung geschenkt, nämlich auf DVD. Sie hat sie sich eigentlich selber gekauft, hat sich dann aber nicht getraut, sie zu gucken, weil sie so brutal sein soll. Und so kommt man an eine Staffel Game of Thrones. Ne? Also das ist die erste Staffel fand ich noch nicht so gut, aber ab der zweiten wird es dann richtig, richtig gut. Ich bin großer Fan davon. Ja, ich habe auch bisher wirklich Ich nur könnte dir jetzt auch positiv. gerne was erzählen, aber ich kann ja nicht spoilern. Nee, lass mal. Lass mal. Also ich bin auch. Ich finde sie auch wirklich nett und ich habe durch die Bank weg echt nur Positives über die Serie gehört. Jetzt so die erste Serie, ja, ist nett, ist auch gut gemacht, coole Schauspieler und so weiter, aber sie hat mich noch nicht so richtig an den Eiern. Aber wenn du sagst, es lohnt sich zur zweiten Staffel zu warten, dann ist das ja ein gutes Argument. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, guckt das, das ist wirklich der absolute Knaller.
Ach, das waren alles Rebellen. Ich dachte, das wären Freunde. So, lieber Logan, ja, man kann heute mitspielen. Sehr gerne sogar. Es wäre es von taktischem Vorteil, wenn man Star Wars Battlefront für die PS4 besitzen würde, aber danach ist alles möglich. Das Rebellenpack ist in der Überzahl. Gleich verlieren wir einen Kontrollpunkt an die Rebellen. Oh. Also jetzt habe ich heute schon mindestens 2 Granaten erledigt. Ich habe ein leichtes Konzentrationsdefizit. Ja, ich bin auch noch nicht so dolle. Aber ich mache auch, glaube ich, ein bisschen den Fehler, dass ich hier versuche, die Huttenkarten fähig zu machen. Und deswegen spiele ich mit Waffen und Karten, mit denen ich eigentlich gar nicht umgehen kann. Ah, der Fluch des Star Wars Battlefront-Spielers, die Huttenaufträge. Oh, Feind. Alter. Wo war der? Da unten. In der... Da waren sogar 2. Die haben sich da gut verschanzt. So, lieber Logan, wie ist mein Gamertag? Mein Gamertag ist MacRalf, so wie hier auf Twitch. Und zwar der MacRalf mit dem kleinen blauen Männchen als Avatar. Und schon beginnt die Reise ins virtuelle Glück. So. Mal mehr, mal weniger. Weggezoomt. Also die Impulskanone mag ich ja, ne? Nur Fäuste im Nacken sind nicht so meine Leidenschaft. So, wo bist du denn eigentlich? Ich dachte, du bist mein Partner. Warum habe ich dich noch gar nicht gesehen in dem Match? Ich bin direkt hinter dir. Ach, okay. So, wir sind alle hier in der Höhle. Es sind ziemlich viele in der Höhle. Also wenn ich jetzt Rebell wäre, würde ich jetzt hier mal eine ordentliche Granate reinwerfen. Oh, der Feind. Der tote Feind. Ah, ab ins Schild. Au, ah, ah. Ja, schade eigentlich. Wenn du einen toten imperialen Körper innerhalb des Schildes liegen siehst, dann bin ich das. So. Was gibt's denn hier oben Schönes? Ein Kabel. Die Rebellen besetzen einen Kontrollpunkt. Wir müssen sie stoppen. Nein. Welch Frevel. Tschüss. Ich lese hier immer nur Assist. Ja. Gut, 2 Kills absahnen und einmal sterben, das ist gut für die Statistik, aber sie sieht... Oh, 5 zu 8 und ich bin in der oberen Hälfte. Und du bist mit 4 zu 8 in der Top 4, lieber Telekommander. Da siehst du mal, wie schlecht unser Team ist. Ah, wenn du dich viel auf den Punkten aufhältst, gibt's Punkte. Ah. Deswegen immer am Punkt... Der verteidigende Punkt. Du bist ein Fuchs. Nur so als Hinweis, wie man Punkte sammeln kann. Ja, das ist schön, dass ich das nach 1,5 Jahren Star Wars Battlefront auch erfahre. Oh! Ich habe ja diese tolle Heilgranate habe ich ja ausgerüstet. Ich erinnerte mich gar nicht mehr. Das ist ja toll. Ja, dann immer werfen, wenn du ja, Freunde in der Nähe hast. Mach ich. Und ich kann mich auch selber dingsen, ne? Hier. Fupp. 30%. Geil. Ja, das können wichtige 30% sein in 1 gegen 1. Ja, Rupli behauptet ja immer, das sind sogar immer die entscheidenden 30%. In dem Fall hat es mir nichts genutzt. Der Thermalimploder hat mir mal eben 110% Energie abgezogen. Naja, aber wir können ja wenigstens ein bisschen darüber spielen, wie man dieses Spiel spielen sollte oder spielen kann, in der Theorie. So, ne? Komm, unterm Strich dafür, dass wir einmal die Woche spielen. Als immer seltener spielen wir gar nicht so schlecht. Das stimmt auch wieder. Außerdem sehen wir besonders gut aus. Das ist ja Style-Bonus, wird zwar leider hier nicht bewertet, aber wenn er es bewertet werden würde, dann wäre er natürlich ganz oben dabei, ne? Das ist richtig. Oh, Geschütz. Das war ein Fehler, ich weiß. Ach, ich werf eine Heilgranate auf das Geschütz. Hilft nicht mir, aber hilft dir auch nicht, ne? Schade. Auf gar keinen Fall. So. Ich habe so ein Gefühl, dass der Imperator heute nicht allzu zufrieden mit uns sein wird. Nee, wir sind ziemlich viel in der Rückwärtsbewegung. Das mag er gar nicht. Zum Glück sterben wir ständig, da müssen wir uns nicht rechtfertigen. Ja. Wir verlieren einen Kontrollpunkt.
Wir verlieren einen Kontrollpunkt. Hat er das echt gesagt gerade? Hörst du das eigentlich dieselben Gesprächsfetzen wie ich oder hören wir die unterschiedlich? Gute Frage, ne? Ich höre das auf Englisch, weil ich finde die englische Sprachausgabe hört sich hier ein bisschen besser an. Oh, das war eben echt schlecht. Wir verlieren den Außenposten. So. Oh, Feind. Ah, schade. So, aber du hast tendenziell natürlich recht. Ich sag mal, in 90% der Spiele ist die englische Originalsprachausgabe die deutlich attraktivere. So, alle schießen sie, aber hier ist doch gar kein Gegner. Wohin schießt ihr? Feuerwehr! So. Alter! Hat dir jemand wehgetan? Ich reiß hier nix. Als du das letzte Mal meine Statistik vorgelesen hast, war es auch das letzte Mal, dass ich irgendwie was gemacht habe. Oh, stimmt. Wir sind beide seitdem auch ziemlich runtergerutscht, zugegebenermaßen. So, du wärst beinahe... Naja, du kannst nicht... Glaub, vom eigenen AT-ST können wir, glaube ich, nicht erschlagen werden, oder? Ertreten, nein, meine ich. Gut, sehr gut. Weil du ihm gerade so elegant zwischen den Füßen langgelaufen bist. Ach. Ich hab dich gerecht. Hast nee, doch erwischt? Nicht. Ja, ein anderer. Aber ich hab assisted. Das zählt. Ja, Hauptsache ist gut. Ich krieg mit dieser Waffe keinen kaputt. Links, links. Ah. Was hast du denn? Ein Stock? Ich glaube, das ist ein Stock. Das erklärt wiederum einiges. Ja, ich denke, wenn ich das Ding einfach dem Gegner an den Kopf werfen würde, dann wäre das effektiver. Ja, wahrscheinlich schon. Also aus meinem Stock kommen wenigstens leuchtende rote Strahlen raus. Die helfen manchmal, aber nur manchmal, weil die fliegen leider meistens nicht dahin, wo ich sie haben möchte. Das ist ein bisschen das Problem. So. Wo müssen wir eigentlich hin? Ach, da. Ah, aua. Intelligente Rakete. Hm. Ja. Trifft dumme Spieler. So, lieber Logan. Du hast mir eine Freundesanfrage geschickt. Das ist doch wundervoll. Dann werde ich mir das zwischen den Matches mal zu Gemüte führen. Wir werden dann eh den Modus wechseln und dann holen wir dich direkt mit rein. Es dauert auch nur noch erbärmliche 6 Minuten und 10 Sekunden. 37 Tode später. Oh, da ist ja echt überall Gegner, ne? Zugegebenermaßen. Ich habe einen Rückkehrerbonus. Eigentlich ist das ja scheiße, aber ich freue mich schon. Ich freue mich auch für dich. Mensch, das ist doch toll. Boah, jetzt gleich 2 Kills in der Reihe. Ich werde hier zum Top-Spieler. Pass auf. Das ist der Hammer, warte. Ich laufe hin. Ach nee, du bist es ja gar nicht. Wer bist du denn? Ich doch nicht. Ich nehme alles zurück. Ich dachte, ich bin gerade dir hinterhergelaufen, aber da hat jemand deine Rüstung an. Das gibt's ja nicht. Nur ohne Witz. Das Rebellenpark erobert den letzten Kontrollpunkt. Ja, aber der hat's drauf. Der lebt länger als du. Was soll das denn heißen? Naja. Das, was ich gesagt habe, der lebt länger als du. Ich meine, du lebst ja schon lange, aber der lebt halt echt lange, ne? Also. Bei mir liegt's definitiv an der Waffe. Und ich bin dir auf den Fersen, mein Guter. Ich bin ein Platz jetzt nur hinter dir. Ich kleb dir auf den Fersen. Nee, an den Fersen. Gleich haben sie den letzten Kontrollpunkt. Haltet sie auf! Schnell! So, ich lauf dir mal hinterher. Sieht so aus, als wüsstest du, was du tust. Ja, wir müssen hier rein. Oh shit, hier ist alles voller Gegner. Ah, ich bin tot. So. Ach du Schande, wo bin ich denn? Das ist ja mein Spawnpunkt. Ach so, am selben wie du. Okay. Ich folge dir, mein gelb-schwarzer Freund. Gelb? Ja, du bist ja als mein Partner, bist du ja gelb umrandet. Das ist schrecklich. Ja, wir haben es echt verkackt. Und zwar verdient. Ja, das war zum Schluss nicht mehr. Da haben wir ein bisschen gezaubert. Ach,